Morning has come, I'm awake, and I feel ready to start the day. I will get up, I will get dressed, and everything will go my way, 'cause today is my day. Ja, herzlich willkommen im Rahmen des großen Sehen- und Berufungs-Online-Kongresses zu einem weiteren inspirierten, herzgeleiteten Interview. Und mein Interviewpartner ist heute der Wolfgang Obermüller. Er ist Hotelier und Koch. Und sein Leitmotiv ist Sinn und Freude und bei Menschen Spuren hinterlassen. Herzlich willkommen, lieber Wolfgang. Vielen Dank für die Einladung, Wolfgang. Und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Sehr gut. Wolfgang. Sinn und Freude. Was verstehst du unter Sinn? In meiner Branche ist Sinn mittlerweile sehr dünn gesät. Mhm. Es gibt viele Investitionen, die ich leider nur mehr über Höhe, Breite und Schneller definieren kann. Mhm. Und eigentlich der Nutzen für den Gast und der eigentliche Begriff Wellness heißt eigentlich, was tut mir gut, sehr langsam in einen Freizeitpark gewandelt hat. Mhm. Es gibt so eine Zeitung in unserer Branche, die wo alle viermal im Jahr vor die aktuellen Baumaßnahmen beschreibt und die spiegelt sich mittlerweile so wieder vom 10. Pool bis zum 12. Pool, vom Sky Pool, von der Konzertsauna, wo ich leider nicht mehr den Sinn erkennen kann und den Nutzen für den Gast. Es gibt da einen Freizeitpark in Deutschland, einen sehr großen, und mittlerweile hat sich die Hotellerie in Deutschland, Österreich und Schweiz in einem Freizeitpark entwickelt, nur noch mit Bademantel und mit Badeschlappen, das ist der einzige Unterschied. Und statt der Achterbahn haben wir Infinity Pools und Außensauna und Erlebnissaunen, also wo gerade noch die Achterbahn abgeht innen drin. Und da ist halt leider für mich als Hotelier der Sinn für den Kunden oder für den Gast nicht mehr erkennbar. Und das ist ja nicht der Weg, den ich mit meinem Hotel beschreiten will, sondern von mir, bei mir und sollte der Gast aus dem Hotel gehen, gestärkt mit neuen Erkenntnissen, vielleicht durch ein paar Zitate und Gedanken zum Anregen inspiriert werden und die Zeit im Urlaub ein wenig zum Reflektieren nutzen, neben der also Kraft auf einen neuen Alltag sammelt. Mhm. Du hast jetzt schon einen tieferen Einblick gegeben in dein Hotelier-Inneres, sage ich jetzt nochmal, dazu kommen wir später nochmal. Also wenn ich es jetzt richtig verstehe, bei dir bedeutet Sinn für dich, dem Gast und seinem Aufenthalt die richtige Aufmerksamkeit zu geben. Also mehr dem Gast die richtige Aufmerksamkeit zu geben, als mit dem ganzen Rundum-Adum. Ja, der Mensch steht auch in der Hotellerie, auch bei den anderen Hotels im Vordergrund, da braucht man nicht reden. Aber das Problem ist halt, was nimmt der Gast mit? Mhm. Er checkt meistens in den Wellnessurlaub 2 bis 3 Nächte in ein Hotel ein, hat dann, nenne ich es einmal, Reizüberflutung. Mhm. Dann gehört es dazu, dass er dann die und die Massagen an und macht, weil sonst soll er bei der Freundin oder bei den Kollegen zu Hause nichts mehr erzählen. Mhm. Und dann checkt er aus und ich merke es dann beim Checkout, der ist genauso gestresst, wenn er auscheckt, wie er gekommen ist. Und ich glaube, am Sonntag, wenn er auscheckt, dann weiß er am Mittwoch nicht mehr, wo er am Wochenende war. Weil er den Erholungswert nicht mehr hat, den, wo er braucht, weil das alles sehr kurz getaktet ist, Reizüberflutung ist. Er kann sich teilweise nicht mehr gut orientieren. Er muss sich ständig orientieren, wo ist jetzt die Sauna, wo ist jetzt mein Zimmer, wo ist jetzt die Tiefgarage, wo ist jetzt mein Parkplatz für mein Auto, wo ist jetzt meine nächste Anwendung. Also er ist auch permanent im Wellnessurlaub, immer im Stressmodus. Mhm. Und wenn ich Sinn definiere, einfach für mich so, jede Investition oder im Haus oder jede Maßnahme im Haus, hinterfrage im Sinn für den Gast und für meinen Mitarbeiter. Mhm. Weil der Mitarbeiter ist genauso wichtig im Unternehmen. Ein Hotel lebt von Menschen. Mhm. Ein Hotelier kann bauen, was er will. Wenn er es nicht die richtigen Menschen hat, die das Objekt mit Leben füllen, ist falsch. Und ich als Hotelier kann nicht überall sein, wo meine, den meisten Kontakt mit meinen Gästen haben meine Mitarbeiter. Und darum ist genau die Investition zum Hinterfragen, was man tätigt in der Hotellerie, was für einen Sinn ergibt ist. Und vor allem auch für mich die Nachhaltigkeit, ist für mich wichtig. Ich sage immer, jede Entscheidung in der heutigen Zeit muss sich nur damit rechtfertigen, mit einem Gedanken, wenn ich sage, wie wirkt sich das für meine nächste Generation aus? Mhm. Wie die Entscheidung, die ich heute treffe, wie wirkt sich das für meine nächste Generation aus? Das ist für mich Nachhaltigkeit.
wenn man das immer berücksichtigt, weil ich finde es nicht richtig, dass ich im Winter bei uns im Bayerischen Wald mit Außentemperaturen von minus 15, minus 20 Grad am Pool heizen muss auf plus 30, 35 Grad. Mhm. Das ist für mich energetisch Fiasko, nennen wir es einmal so, auch wenn ich es mit Holzenergie mache. Aber jetzt haben wir noch Holz im Bayerischen Wald, aber der Käfer frisst ihn schön zusammen. Mhm. Und in ein paar Jahren haben wir dann ein Riesenproblem, da wir die ganzen Anlagen noch betreiben können. Und vor allem ist es jetzt für mich im Sommer, verstehe ich es, da ich einen Pool habe, aber nicht im Winter den Außenpool bei der Temperatur. Mhm. Und das ist halt mittlerweile im Sinn, definiere ich mir, was ist die für Menschen, für Mitarbeiter und was ist für die nächste Generation. Mhm. Das ist der verstehende Sinn. Mhm. Und das ist für mich immer so eine Richtschnur, nachdem wo jede unternehmerische Entscheidung fälle. Und wenn ich den Sinn immer für mich erkennen kann, weil ich einfach sage, ja, ich habe jetzt die 46. Sauna gebaut für den Gast und weiß aber jetzt nicht mehr, warum ich die Sauna gebaut habe, dann ist für mich eine richtige Entscheidung gewesen, weil es dann eine vom Herzen liegt. Mhm. Und das Unternehmen soll von mir immer meine Seele auch widerspiegeln und meine Gedanken widerspiegeln. Und das ist uns jetzt beim letzten Umbau sehr gut gelungen und bei der Hotelerweiterung, dass ich gesagt habe, wir brauchen immer was, wo der Kunde erstens ein wenig runterkommt, schon beim Check-in, von den Formen, Farben, vom Design, weil meistens ist ja schon ein Hotel meistens sehr Doshishi-mäßig ausgestattet, also so schöne Wohnenkatalog-mäßig. Und ich sage, man braucht da klare Strukturen, sauber muss sein und der Gast und der Geist soll immer zur Ruhe kommen. Das ist für mich das Wichtigste, weil dann kann er eben, wie gesagt, mal Kraft tanken. Weil im Stressmodus kann er nicht. Wirf einen Stein ins Wasser, du siehst die kleinen Wellen erst, wenn sie das Wasser wieder beruhigt. Und genauso sind die das jetzt beim Wellness. Also Sinn hat, wenn es jetzt zusammenfasst, was er so schön gesagt hat, Sinn hat vor allem bei dir etwas mit Nachhaltigkeit zu tun. Also bei deinen ganzen Aktivitäten oder Investitionen oder was die Mitarbeiter angeht, immer darauf zu achten, was hat das Auswirkungen auch nur auf die womöglich sogar nächste Generation. Ne? Ja. Genau. Denkst du, dass das generell eine gute Herangehensweise ist, allgemein im Leben, jetzt mal außerhalb von der Hotellerie, sich generell bei seinen Aktivitäten diese Frage zu stellen? Ja, man hat jetzt gemerkt, dass man aus den Zeiten der Booms, wo wir jetzt rauskommen gerade, und dass sich da ein gewisser Egoismus entwickelt hat. Mhm. Und der Egoismus eine ganz andere Kultur, auch Demokratie teilweise verändert hat. Mhm. Und wir ein ganz neues Wertesystem haben, wie anders wie ich aufgewachsen bin. Mhm. Und dass die neue Generationen, also YZ heißt ja die neue Generation, also Y haben wir verstanden und Z, Generation Z ist jetzt da, dass die einen Sinn hinterfragen und auch Nachhaltigkeit hinterfragen, sei es egal, wie man zu Friday for Future steht oder nicht, ob es jetzt eine schulfreie Veranstaltung ist oder ob es wirklich einen Sinn macht. das weiß ich jetzt noch nicht und das mag ich mir auch nicht anmaßen, dass ich das beurteilen kann. Aber man sagt schon, die heutige Generation ist schon wichtig, wie sich das verändert, das Verhalten, das Konsumverhalten, wie verändert sich das für meine Umwelt, weil wir haben gerade eine Welt, sage ich mal, wir haben gerade eine Natur und wenn wir die nicht auf die uns aufpassen, geht es schnell zugrunde und dann hat die nächste Generation nichts oder muss halt mit den Fehlentscheidungen unserer Generationen leben und muss ausbauen auf gut Deutsch. Mhm. Und man merkt halt schon ein Unternehmen, auch in meiner Branche, wenn ich jetzt Bodo Jansen anschaue oder andere Hoteliers, die wo auch sagen, sinnorientiertes Handeln im Unternehmen, mit dem Unternehmen und vor allem mit den Mitarbeitern. Weil Mitarbeiter sind Mangelware. Mhm. Geld ist bei jedem Mitarbeiter oder in manchen Betrieben Entlohnung oder Schmerzensgeld. Mhm. Also kann man so definieren, wie man es will. Aber durchsetzen werden sie langfristig Betriebe, wo einen Sinn stiften, wo sie den Mitarbeiter entwickeln kann. Mhm. Wenn ich auch den Mitarbeiter den richtigen Platz im Unternehmen einräumen kann, der muss seiner Berufung entspricht. Mhm. Das ist dann auch ein Prozess, ich sehe es jetzt zwar blöd, wenn man einen Hund und einen Menschen vergleicht, aber ein Labrador wird halt nie Löwen jagen können, das Ridgebacken machen. Mhm. Und der Mensch hat auch seine gottgewollten Talente, nehmen wir es einmal so, und die gottgewollten Talente sind halt immer schwierig, da man die umsetzen kann.
Und man sollte da einen Platz im Unternehmen finden. Und da bildet man sich dann auch einen Mitarbeiter, finde ich, wenn er seine Berufung und seine Fähigkeiten im Unternehmen ausleben kann und sie nicht verstellen muss. Mhm. Dann gibt es kein Burnout, meiner Meinung nach, nicht mehr, weil der Mensch nicht mehr eine Rolle spielen muss, sondern eher, und die Arbeit ist für ihn keine Arbeit nicht mehr. Für mich ist auch Arbeit keine Arbeit nicht. Mhm. Ich arbeite 10 Tage in der Woche, am Tag zwischen 12 und 14 Stunden, aber das ist nicht für mich Arbeit. Mhm. Das ist alles selbstbestimmt. Mhm. Und für mich ist Freiheit ein großer Wert. Mhm. Und für mich war das das Schlimmste, in Angestelltenverhältnis zu gehen. Mhm. Weil ich dann meine Ideen umsetzen kann, wie ich mag. Mhm. Und daher merke ich, wie einfach das ist. Und meine Mitarbeiter in den Führungsabteilungen, die denken genauso, die sagen, ja, die Stundenanzahl sind bei uns genauso 170, 180 Stunden wie bei anderen Betrieben. Aber sie gehen mit mehr Freude rein oder kommen aus größeren Hotels raus, weil sie merken, dass bei uns trotzdem ein sehr familiäres Verhältnis unter den Mitarbeitern herrscht und auch zu den Chefs. Und dadurch jeder eben auch sehr entfalten kann. Und wenn jetzt eine Stärke hat, dann versucht man die Stärken zu stärken und nicht versuchen, seine Schwächen auszubügeln. Mhm. Passiert ja schon im Schulsystem und funktioniert leider die letzten 50, 60 Jahre gar nicht mehr. Mhm. Und wo nur die Finger auf die Schwächen gelegt werden, sondern man muss eigentlich bei Menschen immer versuchen, die Stärken zu stärken. Mhm. Ich habe als Unternehmer auch Stärken und Schwächen, aber ich habe mir es angewohnt, dass ich die letzten 20 Jahre versuche, Menschen zu haben, die wo meine Schwächen ausbügeln können, mhm, und dass ich meine Stärken leben kann. Und das hat sich dann auch durchaus das Unternehmen von uns so entwickelt. Mhm. Lass uns mal so ein Stück weiter in deine Lebensgeschichte eintauchen. Du bist seit deinem 21. Lebensjahr selbstständig. Ja. Und hast immer dir selbst den Anspruch gestellt, die Dinge, die du machst, immer zu hinterfragen. Und jetzt ist die große Frage, wie wird man denn Hotelier? Was ist denn da der Hintergrund? Ja gut, der Vater hat die Entscheidung getroffen. Er hat eine gute eine Bäckerei gehabt und hat im Finanzamt viel Geld geben müssen. Mhm. Wir haben drei Geschwister gewesen und jeder Gickel soll einen Misthaufen haben, sagt man in Bayern, mhm, sonst der Gaudi gibt. Mhm. Und dann hat jeder von uns vom Vater einen Grundstück gelegt gekriegt. Mhm. Mein Grundstück war das Hotel, weil die Ackerfläche war für unsere Schweinezucht, mhm, wo Brachwegen ist. Mhm. In der Bäckerei, und dann war das ein Sonntagnachmittagsgespräch auf 5 Minuten und du bist jetzt Hotelier, weil dir von denen ich selber was. Und ja, gut, dann sag mal, wie Generation aufgewachsen, wo der Vater dann noch, was der Vater sagt, prächtig ist, aber ich muss sagen, der Vater hat die richtige Entscheidung getroffen, mhm, und der Beruf als Hotelier ist sehr vielfältig, mhm, egal ob es jetzt in der Küche ist, im Marketing, im Vertrieb, mhm, Menschen, Mitarbeiter führen, mhm, oder Menschen auch begeistern. Mhm. Das habe ich in keiner Branche und ich sage, Hotellerie ist eine riesengroße Bühne, mhm, wo man sich jeden Tag ausdrucken kann. Mhm. Und für mich ist es eigentlich die schönste Branche der Welt. Also wenn sie andere Menschen über den Tod unterhalten, dann muss ich sagen, habe das keine Probleme, mir limiert. Und wenn wir sie jetzt scheiben, brauchen sie über den Tod keine Gedanken machen. Mhm. Weil die gibt es sowieso. Mhm. Egal was wir tun. Schlimm ist, wenn wir am Sterbebett liegen und dann unsere Löffelchenliste schreiben, was wir Neues erleben wollen. Und die ganzen Maßnahmen ergreifen wollen, wo wir ein Leben verpasst haben, also es sollte jetzt sein, dass im Leben schon immer die Momente überwiegen, wo man halt sehr frei hat. Mhm. Und das ist halt, eben mit 21 Jahren, Vater gesagt, ich habe gesagt, 21 schon selbstständig sein, Vater gesagt, das ist eh spät, er war mit 17 schon selbstständig, weil der Vater gestorben ist. War dir diese Sinnfrage oder dieses Hinterfragen nach dem Sinn des Lebens oder nach dem Sinn der Handlungen der Menschen, war dir das immer schon wichtig? Kannst du da ein bisschen, wenn du zurückerinnerst an deine Kindheit oder Schulzeit, gab es da schon so Anzeichen dafür? Gut, ich war halt das kleinste Kind, also der Rewe Lutzer, mhm, das Nesthäkchen, mhm, sehr schlecht in der Schule, mhm, aufmüpfig, mhm, alles, was man halt braucht. Mhm. Meine kleinen zwei Geschwister waren ganz anders, also Aussage bei einem Elternsprechtag hat einmal keine gelautet von einer Lehrerin, die meine zwei Geschwister betreut hat dann, obwohl das wir 10 Jahre auseinander haben teilweise, wenn er nur ein bisschen was von seinem Bruder oder von seiner Schwester ist. Und naja, und so ist er halt durchgekommen und ich habe halt dann immer gesagt, was wollt ihr, für mich war es Sinn, eben, warum soll ich 10 Jahre lang in einem Schulsystem lernen, mhm, wenn ich eigentlich nur in der 9. und 10. Klasse ein Zeugnis vorlegen muss, was interessant ist, dass ich eine Arbeit oder Ausbildungsplatz habe. Mhm. So habe ich meinem Vater dann so erklärt. Meine Mutter und mein Vater haben daran verzweifelt, mhm, und dann habe ich das genauso, mhm, gemacht und habe dann eine mittlere Reife mit 2,5 abgeschlossen. Mhm. Und die anderen Jahre vorher habe ich nur das Klassenziel so erreicht. Mhm. Kann man jetzt Faulheit oder Bequemlichkeit nennen. Mhm. Aber für mich war halt da schon der Sinn. Es ist sinnfrei, mhm, sich 8, 9 Jahre zu quälen, wenn die letzten 2 Jahre eigentlich zählen. Mhm.
Und das war halt so ein Punkt. Und Sinn auch hinterfragt man aber dann erst ab dem 25., 30. Lebensjahr. Also wenn die wilden Jahre mal vorbei sind, sagen wir mal so. Also man sieht immer, man sagt immer von so einem 7-Jahres-Zyklus bei der menschlichen Entwicklung von Menschen. Also da haben wir halt dann ab dem 28. Lebensjahr sich mal eine Sinnfrage gestellt. Wo geht jetzt mein Unternehmen hin? Wo geht jetzt mein Leben hin? Man hat permanent gearbeitet. Man ist 7 Tage in der Woche, 12, 15 Stunden in der Küche gestanden. Man hat geschaut, ob man das Unternehmen weiterentwickeln kann oder andere Sparten im Unternehmen dazu gemacht. Und irgendwann sagt man, wo ist jetzt der Sinn? Warum kriege ich jetzt weniger Mitarbeiter? Mhm. Warum kriege ich jetzt genau die schlechten Mitarbeiter und meine Kollegen kriegen jetzt die guten Mitarbeiter? Mhm. Warum nervt mich der Mitarbeiter heute schon wieder? Mhm. Und die Fragen unterstellst du dann und fängst dann einmal mit der persönlichen Entwicklung an und merkst dann auch eben, du musst von außen nach innen arbeiten. Bis zum 28. Lebensjahr habe ich immer von außen nach innen gearbeitet. Irgendwo fremde Hilfe geholt oder bauen wir da mal was oder beraten wir mal da in der Richtung und dann seitdem sage ich aber, ich muss von innen nach außen kennen. Mhm. Das Gesetz der Ursache und Wirkung ist für mich das wichtigste Gesetz. Säen und Ernten. Mhm. Was du heute säst, kannst du morgen ernten. Also ich kann ich bin in der Landwirtschaft aufgewachsen, ich kann keinen Weizen nicht reinschmeißen und kann im Mähdrescher fahren im Herbst schimpfen, weil man keine Roggenernte einfällt. Mhm. Und so ist es auch in vielen Unternehmen. Mhm. Also man muss, ein Unternehmen kann nur wachsen, wenn es von innen wächst. Mhm. Und durch den Verein Wertevoll Leben hat man dann auch sehr viele Unternehmer kennengelernt, die wo ähnlich ticken, weil ich mich an den Vortrag von Herrn Klaus Hippe erinnere, oder von Johann Grander, mhm, oder bei der Wirtstiftung, mhm, die wo von den genau gleichen Sachen reden, aber aufgrund ihres Lebensalters ganz andere Lebenseinstellungen haben, mhm, aber über das Gleiche reden. Mhm. Und das hat mich da so sehr erstaunt. Und die letzten, sage ich mal, seit 1998, 99 bin ich in einer sehr großen persönlichen Weiterentwicklung, mhm, wo mir sehr gut getan hat und vor allem auch bei den Unternehmen, mhm, und die Mitarbeiter im Unternehmen. Mhm. Mhm. Also das merkt man halt auch dann und du ziehst da automatisch dann die Mitarbeiter an. Also es ist immer schon so, die Mitarbeiter sind der Spiegel vom Chef. Mhm. Also egal, du bist in sich Führungsratgeber, gehen ein Mitarbeiter, schau dir den Mitarbeiter an und weißt, wie der Chef tickt. Mhm. Und jetzt haben wir halt das Niveau erreicht, aufgrund der Größe halt auch, wir haben jetzt mittlerweile 45 Mitarbeiter, dass du die Mitarbeiter in Führungspositionen, die genauso komisch sind oder verrückt sind, wie Chefs sind. Mhm. Also genau das alles hinterfragen, einen Sinn, eine Freude an der Arbeit haben. Mhm. Und ich sage immer, wenn einer geht und hat Leuchten in die Augen, das ist für mich als Chef das Wichtigste. Mhm. Wenn ich merke, bei einem verliere ich das Leuchten in die Augen, wenn ich mich mit einem unterhalte, dann muss ich mich gleich mit einem wieder zusammensitzen oder mit einem Abteilungsleiter reden. Sag ich, hast du jetzt ein Problem in der Abteilung? Habt ihr einen Stress da unten? Mhm. Weißt du was nicht? Was muss ich als Unternehmer verändern? Und dann holen wir Menschen her und dann sagt er, ja gut, das Kind von ihm ist krank, er braucht jetzt da und da Unterstützung, er braucht jetzt mehr Urlaub oder da und an den Tag braucht er frei und versuchst, dass du es da wieder zurückbringen kannst. Mhm. Weil du musst als Unternehmer hast du ja eine soziale Verantwortung, mhm, und du musst halt den Gesamtmenschen sehen. Mhm. Und das ist halt dann auch wichtig. Und das ist auch für mich Sinn, mhm, dass der Mensch Mitarbeiter, wirklich Mitarbeiter im Unternehmen ist und nicht Personal. Mhm. Also Personal ist für mich preußisch geprägter Begriff, also das hat man nicht mehr. Also, mhm, das ist, also die Leibeigenschaft ist schon lang vorbei. Mhm. Also man spürt schon ganz deutlich bei dir, dass das Thema Sinn, auch wenn du es jetzt so ein bisschen so auf das nur ein Beispiel von der Schule genannt hast, was ich komplett nachvollziehen kann, dass du das schon immer, auch der Revoluzer, ist ja auch einer, der grundsätzlich immer die Dinge hinterfragt, nicht? Auch wenn er sich mal eine Zeit lang vielleicht rein aus der Gewohnheit heraus macht. Ja, so, und grundsätzlich einfach sagt, ja, das will ich jetzt einmal wissen, nicht? Das interessiert mich jetzt nicht, was der sagt, sollte man das einmal beweisen oder wie auch immer. Also das ist eine Sache, die in dir schon immer angelegt war und das ist dieser innere Ruf, das sind so deine Bedürfnisse, deine Sehnsüchte, Sinn und Freude, zur Freude kommen wir gleich noch. Und dann hast du mehr oder weniger das Glück gehabt, dass dir dein Vater in einer, ich nenne das immer Spielfeld, der Beruf, mhm, ist also die Berufung ist der Beruf und der Ruf, nicht? Der, mhm, Ruf, das sind meine inneren, mhm, Bedürfnisse, Sehnsüchte, was möchte ich bewegen in dieser Welt, was ist mir wichtig, was sind meine Werte? Und der Beruf ist für mich nur ein Spielfeld, wo übe ich das aus? Du kannst das genauso, deinen Sinn und Freude in irgendwelchen anderen Spielfeldern ausüben, aber dein Vater hat dich quasi in ein Spielfeld
reingeschoben. Und somit ist er das einmal abgenommen worden. Und da hast du aber in diesem Spielfeld letztendlich, weil wenn du das nicht leben könntest, nicht, dann warst du unglücklich. Mhm. Nicht? Also es ist immer dieses Zeichen dafür. Du musst wissen, was sind deine Werte, was ist dir wirklich wichtig von innen her in deinem Leben. Und das musst du dann zusammenpassen mit dem, was du dann beruflich einfach machst. Kannst du dem so zustimmen oder siehst du das so in deinem Leben? Ja gut, ich habe das Glück gehabt, dass ich die Spielwiese gekriegt habe. Ja. Hotelier bis vor der Küche bis zum nächsten 6 Wochen an Baustellen mitarbeiten und den Handwerker motivieren, dass sie einen Eröffnungstermin noch schaffen, bis spät nachts. Das hast halt, und das ist ja vielfältig. Mhm. Also du hast halt eben, und für mich schon immer war wichtig, immer was anders mache und den unbequemen Weg. Das war schon immer so. Ich habe mir immer einen Sport gesucht, der wo unbequem war. Und habe mir immer einen Sport gesucht, der wo meine Geschwister mal mir alle Pferde nachgewählt. Also wir haben viele Pferde gehabt, 6 bis 10 Pferde haben wir gehabt. Und da haben wir halt dann gemerkt, ich habe dann gesagt, nein, ich mag einen Leistungssport reinnehmen. Ich weiß nicht warum. Ich habe viel Bodybuilding gemacht, habe das Laufen angefangen, habe Joggen angefangen, habe dann meine ersten Marathons absolviert. Und habe dann auch immer als Unternehmer hinterfragt, auch 1999 schon, wie der Wellness-Trend angekommen ist, sogar im Bayerischen Wald, wir brauchen immer ein wenig länger, wie man das gesehen hat, es gibt da was, wie wirkt sich die Quelle aus, und dann haben wir festgestellt, aber dann habe ich gesagt, was jetzt da gerade passiert, das ist jetzt irgendwie ein Kurtourismus, und der Kurtourismus hat jetzt aber eigentlich nichts mit dem Gast zu tun. Und wollte eigentlich die ganze Geschichte gar nicht so wahrhaben, wie ich war damals ein klassisches Bushotel, wir haben viele Busgruppen gehabt, wir haben im April zur Arbeit angefangen mit den Reisebussen, das ist bis im November, Dezember gelaufen. Im Winter haben wir wieder Geld draufgelegt, das, was wir im Sommer verdient haben. Und so hat sich das durchgesetzt bei uns. Und dann habe ich gesagt, es muss doch irgendwas anderes geben, wo ich Wellness machen kann, ohne dass ich den Gast überfordere. Damals haben wir aber einen Hotelbad gehabt und da haben wir 2 Saunen gehabt und dann haben wir schon ein Wellnesshotel. Aber in der heutigen Zeit brauchst du mit sowas gar nicht anreden. Und vielleicht 10 Behandlungstypen. Und da haben wir halt dann gesagt, wir müssen jetzt weitermachen in der Richtung. Und wenn wir da nicht weitermachen, wie entwickelt sich das für mein Unternehmen? Und durch Zufall, weil ein Arbeitsschreiben haben müssen über die Zukunft im Tourismus im Bayerischen Wald bei einer Fortbildung, habe ich abends dann den Dr. Schlunz einmal über den Fernsehbildschirm sitzen sehen. Dr. Ulrich Strunz, ess dich jung, denk dich jung, beweg dich jung. Und dann haben wir gedacht, der ist cool. Dann haben wir gedacht, der redet zwar ein komisch, aber das ist lustig, was der macht. Und dann habe ich einen Tag später, als das Internet noch nicht so gegeben, habe ich angerufen bei dem in der Praxis in Rot und habe gesagt, sie habe ich in den Fernseher gesehen, dann haben sie mit ihm verbunden und dann redet er wirklich so komisch, wie er im Fernsehen redet. Und dann sage ich, ich habe ihn im Fernsehen gesehen und das ist eine ganz tolle Sache, was sie machen. Ess dich jung, denk dich jung, beweg dich jung. Das ist eine Leitlinie, was ich mir in meinem Hotel vorstellen kann. Wir könnten Sie sich das zusammen mit der Hotellerie vorstellen. Sagt, die Hotellerie interessiert ihn nicht, hat er keine Ahnung davon. Er ist Arzt. Sage ich, ja gut, dann warten Sie, bis das gestorben haben und der Sebastian Kneipp war es genauso und dann machen auch noch ein neues Geschäft. Gut, also eben Freude ist halt bei mir ein Thema und ein kurzer Satz, und das hat dann irgendwie gewurmt. 3-5 Stunden später hat dann sein Manager angerufen bei mir. Ja, was ich eigentlich will von ihm und so. Und einen Tag später sind wir schon beim Mittagessen ringsessen. Wir sind gerade runtergefahren, haben uns unterhalten. Sein Manager, der Weber Günther, ist mittlerweile einer von meinen kurzen Freunden. Der ist schon mittlerweile in der Rente. Und dann haben wir die Vorarlberger Young Hotels entwickelt. Und zwar waren das Hotels, die wir einfach gesagt haben, durch das Ess dich jung, denk dich jung, beweg dich jung. Wir implementieren wir das in die Hotels. Wie können wir da in Gast einen Nutzen stiften im Bereich Bewegung, Ernährung und Denken auch teilweise. Aber das Denken beim Dr. Strunz ist halt immer mehr im medizinischen Bereich gewesen. Und daraus haben wir dann eine eigene GmbH gegründet, mit einem österreichischen Unternehmensberater zusammen, befreundeter, und haben dann die VW Young Hotels entwickelt. Blumenhof war Lizenznehmer in Südtirol, Stock ist Lizenznehmer gewesen. Und komischerweise habe ich dann gemerkt, auch die großen Hotels waren auf einmal auf die Lizenz aufmerksam worden und haben das gekauft. Ich wollte eigentlich das Produkt für 3-Sterne-Pensionen oder 3-Sterne-Hotels entwickeln, die wo nicht die Hardware haben. Dann haben mir damals schon die großen Hotels und auch die Vorzeigebetriebe in meiner Branche gesagt,
Wellness wird sich irgendwann einmal verändern. Mhm. Der Gast will wissen, was kann ich ändern, damit es mir im Leben besser geht. Mhm. Er hat zwar im Hotel das ganze Annehmlichkeiten, vom Essen bis zum Wellnessbereich, aber er weiß nicht, wie es ihm daheim besser geht. Und wenn er dann weiß, wie er richtig joggt, wenn er dann einmal eine Einweisung gekriegt hat, dass er eiweißreiche Ernährung, kohlenhydratarme Ernährung und solche Sachen hat, dass er dann da merkt, dass er da sein Leben verändern kann, ist das sehr gut. In der Zeit habe ich mehr auf den Körper durch die Ausbildung von Herrn Stunz und den Kontakt. Wir haben auch dann die Mitarbeiter in den Hotels ausgebildet, also zu Forever Young Coaches praktisch, die wo die Gäste begleitet haben während dem Aufenthalt, sei es im Bewegungsbereich, Entspannungsbereich. Und da ist halt mehr im medizinischen Bereich gewesen. Und dann habe ich zufällig einen Unternehmer kennengelernt, der wo leider verstorben ist. Und der kommt aus dem Bereich Kampfsport, Karate und hat eine kleine Bäckerei aufgebaut von null. Ich glaube, heutzutage 250 Mitarbeiter. Mhm. Und das war an einem Forschung Dienstag. Alle zwei haben wir nüchtern gewesen und haben dann diskutiert. Ich bin auch schon Mittwoch bis um 5 in der Früh. Mhm. Ich war rein aus der körperlichen Ebene, Eiweißbausteine, Zellveränderung, molekular, also alles, was ich von Dr. Stunz gelernt habe. Mhm. Mehr war auf der geistigen Ebene unterwegs. Und er hat dann auch gesagt, wenn du Marathon läufst, Der Erfolg vom Marathon entscheidet sich im Kopf, nicht in die Füße. Mhm. Und oder genauso weg. Genau. Das war dann der Zufall. Und durch den Zufall habe ich mich dann mit Büchern auseinandergesetzt, die sich mehr mit dem Kopf beschäftigen, nicht mit so viel mit dem Körper. Mhm. Und habe dann nicht gemerkt, eben, der Kopf entscheidet, egal was du machst. Mhm. Ob es der Extremsport ist oder und vor allem die Gedanken. Mhm. Und auf die Gedanken habe ich mich dann gelernt, also 65.000 Gedanken am Tag haben wir, du und ich, teilweise mehr. Und aber 80-90% sind immer gleich. Mhm. Wenn ich nur 10% von meinen Gedanken verändert ich mein Leben. Mhm. Und da brauche ich kein Coaching, da brauche ich keinen Motivationstag nicht, da brauche ich kein Chaka-Chaka nicht. Nur wenn ich den kleine Stellschraube, kann ich da sofort ändern und kann sagen, das, wenn ich jetzt ändere, habe ich mein Leben verändert. Mhm. Es ist immer, und man sagt immer, ja, das ist ein Blödsinn, ich mache nicht jeden Tag das Gleiche, ich denke nicht jeden Tag das Gleiche. Aber es gibt wirklich ein Beispiel, verschränk deine Arme mal andersrum, mhm. wie sie ungewohnt und wie falsch, dass sie das anfühlt mhm. und wie dein Gehirn dagegen arbeiten will, gegen deinen Körper und sagt, du machst jetzt ganz was falsch. Mhm. Und da merkt man sehr erst die Sachen. Und das sind halt die Sachen, eben durch Zufall habe ich dann einen Spruch vom Talmud gelesen, achte auf deine Gedanken. Der hängt jetzt groß bei uns in der Lobby drin. Genau, auf den wollte ich noch eingeben. Da lass uns schon mal einhaken. Hm? Es gibt ja genau eben in einem deiner Gastzimmer, die auf die Wand gemalt, ganz groß, unübersehbar. Hm? Achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden zu Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden zu deinem Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird zu deinem Schicksal. Und das muss eine sehr große Bedeutung haben für dich. Das ist also schon ein bisschen da, also das ist ja nicht auf die Wand meiner im Gastzimmer. Nein, also ich habe erstens lachen müssen, ich habe mir gedacht, Mensch, jetzt gibt es in der heutigen Zeit so viele schlaue Leute, die so ein Wissen haben, dass sie den Spruch schreiben. Und wie ich dann recherchiert habe, das steht in Talmud. Ja. Talmud ist eine der ältesten Bibel der Menschheit. Genau. Und dann war ich erstaunt, denke ich mir, genau sowas müssen die wissen. Warum haben wir das mein Lehrer nicht gesagt? Mhm. Warum sagt man das nicht? Irgendjemand sagt mir das nicht. Mhm. Warum muss jetzt ich erst 43 oder 41 Jahre werden, bis dann mir das einmal einer sagt? Und warum habe jetzt ich erst einen Zugang zu dem gehabt? Und durch das Zitat, ich sage immer, Zitate kannst Menschen berühren, wenn es das richtige Zitat ist. Mhm. Du kannst das erreichen und er fängt zum Nachdenken an. Mhm. Man sagt bei einer Werbung immer, Werbung ist tot, das Leben ist Storytelling, Menschen kaufen Geschichten. Mhm. Und ich glaube, also Zitat ist ja so ein kleiner Startschuss für Reise. Mhm. Und wenn ich das Zitat für mich richtig ist, dann ankert es bei mir. Mhm. Und wenn es nicht richtig ist, dann lese es und vergiss. Mhm. Aber bei mir war das wirklich wichtig. Und ich habe das bei mir total eingebaut. Es ist bei mir hinten auf der Handyhülle rum. Es ist überall bei mir, dass ich es ja nicht vergiss. Mhm. Und wenn ich merke, ich habe jetzt wieder andere Gedanken, dann muss ich eben schauen, ja, was ist jetzt mein Lebensmotto? Mhm. Das ist eigentlich ja so. Und ich sage, es kann nicht falsch sein, sonst hätte die ganzen Jahrtausende nicht überstanden. Mhm. Mhm. Und das finde ich halt auch schade, dass uns immer teilweise in der heutigen Zeit alte Weine in neuen Schläuchen verkauft wird, nehmen wir es einmal so. Mhm. Und dann, wenn du recherchierst, steht es in der Bibel, steht es in Talmud, steht eigentlich überall drin. Mhm. Aber
Eben, liebe dich selbst, aber liebe deine Nächsten, aber nicht wie dich selbst. Das verkauft uns auch keiner. Auch der Ministrant, katholischer Zung. Da sind auch noch die wichtigen Menschen. Also, und darum sage ich auch, kommen wir zum Thema Freude bei mir. Mhm. Wie führst du Menschen? Mhm. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, wie du Menschen führst: Angst oder Freude. Und ich sage, Angst mag ich nie vermitteln. Ich mag nie Angst, ich lebe in einer Gesellschaft, wo ich keine Angst haben muss. Ich kriege jeden Tag jetzt zum Essen, ich kann rausgehen, ohne dass mir Bomben auffällt. Mhm. Ich habe jetzt mit Arbeiter geredet auf der Baustelle. Das waren zwei Kroaten. Die haben mit 15 Jahren in Bundeswehr eingezogen, in Kroatien gerückt, mhm. haben bis 21 gekämpft. Mhm. Daneben ist mein Bub gesessen, der ist heute 15 Jahre alt. Mhm. Dann habe ich gewusst, wie reich das mir sein. Da gehört mich keiner mehr jammern, wenn ich sage, dein Bub müsste jetzt ein Maschinengewehr geben und muss sagen, das ist jetzt ein Christ, du schaust jetzt auf das. Mhm. Also ethnische Säuberungen waren die beteiligt. Mhm. Mhm. Und wenn dir das bewusst wird, mhm. und das Bewusstsein auch da ist, dann weiß ich, dass ich keine Angst haben muss und dass ich eigentlich Freude habe. Mhm. Ich bin da was zum Essen, ich bin gesund. Das ist das Wichtigste, was man in der Früh beim aufsteht und sagt, erstens, ich lebe und zweitens, ich bin gesund. Mhm. Da habe ich schon mal die zwei Highlights vom Tag abgehakt. Mhm. Und wenn ich dann noch ein vernünftiges Unternehmen habe, wo ich meine Stärken ausleben kann, mhm. dann ist das Richtige. Mhm. Und darum sage ich immer, Freude ist für mich wichtig. Mhm. Ich habe immer einen lockeren Spruch auf die Lippen. Mhm. Und sogar ernste Themen ein wenig mit nicht zu ernst, weil ich sage, das bleibt ein wenig mehr bei den Menschen im Gedanken, dann im Hinterkopf. Und weil Freude ist für mich, sage ich, wie Mitarbeiter und Menschenführer, ist für mich Freude eigentlich ausschlaggebend. Mhm. Und mein Papa ist im Bäckermeister gewesen und der hat auch immer gesagt, wenn ich in der Früh aufstehe und sage, scheiß, 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 wenn es keine gescheiten Semmeln ist. Mhm. Und so ist es gewesen. Das hat ja der Apostel Paulus hat das schon geschrieben, freut euch, ich glaube an den Brief an die Philippa, glaube ich, steht das, oder Galater, ist egal, freut euch, und ich sage es noch einmal, freut euch. Ja, aber es ist leider, geh Gott sei Dank, ich komme nicht so oft in Städte und in Einkaufspassagen mhm. und schau dort leider, oder sitzt in einem Kaffee und schau dort leider, oder geh mal auf die Straße und grüß an. Also, ich denke dir, du bist jetzt ein Serientäter und du bringst ihn gleich um. also wenn dich einer anschaut, ist es ja normal üblich, wenn mir ein Mensch anschaut, baut er mit mir Verbindung auf, dann sage ich dir das gut. Mhm. Also das ist ja so. Mhm. Also wenn du in eine Kurstuhl reingehst und da steht ein Tier drin, die machen Mu. Mhm. Und bei den Menschen ist das irgendwie so also abhanden gekommen. Mhm. Aber warum haben jetzt schon Tier besser drauf wie mir? Mhm. Und das sollte uns halt einmal zum Denken geben. Und eben der Egoismus, der sich die letzten Jahre ausbreitet hat, merkt man, wie ungut das ist. Mhm. Der Mensch sucht Sinn, der Mensch sucht Freude, mhm. der Mensch sucht Selbstbestätigung, mhm. sucht irgendwo einen Kick, mhm. sei es jetzt neue Beziehung, er stürzt sich vom Flugzeug aus, irgendwo Extremsportarten oder so, er sucht irgendwo einen Kick, er muss sie wieder spüren. Mhm. Aber wenn ich aussehe und ich sehe die Natur und was der Herrgott alles hinterlassen hat für uns, aber man muss auch immer sagen, was wir damit machen, was uns der Herrgott geschenkt hat. Mhm. Das muss ich auch damit umgehen können. Mhm. Und darum ist immer Freude für mich als Unternehmer immer das Wichtigste. Freude ist ja, hat ja auch was mit Lebensenergie zu tun. Und für mich ist Freude oder jetzt auch Lebensenergie, ich sehe das immer so, es gibt den Baumstamm und der Baumstamm ist die Liebe und Freude ist ein Ast der Liebe. Mhm. Und du hast ja auch gesagt, du kannst deine Mitarbeiter mit Angst, mit Druck führen. Nicht? Funktioniert auch auf eine gewisse Art und Weise. Der Output ist ein anderer. Oder eben mit Freude, ich würde sagen, oder eben mit Liebe. Und lass uns mal bei dem Thema Liebe bleiben. Wenn du Liebe beschreiben darfst in deinem Unternehmen, wie kommt das so, wie kommt das zum Ausdruck? Liebe ist ein Begriff, weiß ich nicht. Ist vielleicht meine erste Ausbildung, Steuerfachhilfe, du bist Menschen, Daten, Fakten, Zahlen erzogen. Kann ich mit Liebe nicht so viel anfangen. Also für mich ist ein wenig Vertrauen, kann ich mehr anfangen. Ich liebe durch mein Kind, meine Frau, also da Mitarbeiter lieben, dann schenke ich Vertrauen und achte ihn. Das ist für mich, also ich kann das irgendwie da nicht, also wir machen jetzt da nicht in der Früh Umarmungstherapien untereinander und kuscheln 5 Minuten, bevor wir die Arbeit anfangen. Aber du hast auch Vertrauen. Für mich ist Liebe eben, für mich ist bei den Mitarbeitern ist Lieben für mich Verantwortung. Mhm. Verantwortung, dass er seinen Lohn kriegt, dass er seine Arbeit hat, dass er seinen Arbeitsplatz hat, dass er seine Wertschätzung kriegt. Mhm.
vom Mitarbeiter, von mir als Chef, genauso wie vom Gast, dass er sich ausleben kann bei mir im Unternehmen, wenn es halt zu unserem Unternehmen passt. Und aber das sind halt die Formen eben Liebe, also die, wo das für die, also ich bin ihm Vertrauen und Gewissheit. Und er muss mir auch vertrauen können. Mhm. Und Vertrauen, wenn ich jetzt nicht mehr habe an einen Mitarbeiter, wir haben auch oft Prozesse im Unternehmen, wo mal einen falschen Mitarbeiter bei uns stellen, sie ja zum Beispiel der Abteilungsleiter und Mitarbeiter selber ein, nicht mehr ich. Weil erstens, ich habe nicht mehr den schwarzen Peter, wenn es nicht funktioniert. Mhm. Und zweitens, sie haben dann mehr auch in der Eigenverantwortung, weil der Chef hat ihnen nicht vorgesetzt, nennt man es so. Sondern sie selber haben die Entscheidung getroffen, dass er der richtige Mitarbeiter in das Team ist. Und wenn er dann einer kommt und er merkt dann, ja, er passt nicht ins Team. Er ist zwar fachlich qualifiziert, aber er passt einfach nicht ins Team. Er kommt aus irgendeiner großen Kettenhotellerie, wo er drei DIN A4 Ordner gekriegt hat, große, wo ihm beschrieben worden ist, wo das Kopierpapier steht, wo der Aktenvernichter steht, wie den Aktenvernichter zum Ding hat, zu wenn das er sie sagen muss, zu wenn das er du sagen darf, und wie man so es kennen. Und dann kommen auch die Mitarbeiter selber und sagt, sie sind irgendwie gar nicht Hotel, was sie machen. Sage ich, ja, das denken wir auch oft. Das ist halt so. Du kannst nicht, der Mensch muss sich, das ist mit Liebe, also Vertrauen und wo er sich entfalten kann. Und das verstehe ich unter Liebe. Aber wie gesagt, ich kann jetzt da persönlich, habe ich da, also die Licht- und Liebe-Fraktion, bin ich nicht. Doch, das ist jetzt sehr gut zum Ausdruck gebracht, weil auch Vertrauen ist nichts anderes wie ein Ast der Liebe. Genau. Das ist eine Liebe. Genau, ja. Liebe ist die Grundessenz, Liebe ist die Grundform. Nicht? Genau. Wenn ich jetzt mit Angst führe, dann ist halt Misstrauen. Nicht? Dann ist es halt gibt auch, der steht jetzt unter dem Talmud, an der neuen Wand steht bei uns Glaube, Liebe, Hoffnung, aber das Größte unter ihnen ist die Liebe. Ja, das siehst du. Er steht auch da drin, steht in den Korinther. Und die besten Sätze, das, was wir wissen müssen, steht eigentlich eh schon in den alten Büchern drin, brauchen wir es gar nicht mehr den neuesten kaufen. Gerade weil neue Bügel drin haben. Aber es ist halt so, und darum, ich kann es halt eben, jeder Mensch, wie gesagt, jedes Wort schwingt, jedes Wort, jedes Ding schwingt und löst Emotionen bei Menschen. Sehr gut. Bei mir schwingt halt jetzt das irgendwie nicht so mit. Das können wir auch noch hin. Digital Detox. Lass uns über das zum Schluss von unserem Gespräch halt nur sprechen. Das ist ja ein völlig neues Programm, was du jetzt im Zuge des Umbaus deines Hotels mitentwickelt hast. Und ich habe mir das ein bisschen angeschaut und da möchte ich jetzt gerne ein wenig näher drauf eingehen, weil ich glaube, wenn man jetzt ganz gut zuhört, ist das zwar etwas, was du deinen Gästen anbietest, aber was auch etwas, was jeder Mensch auch in seinen Alltag eben mitnehmen kann. Und wenn ich das auch richtig, wenn ich das so richtig verstehe, ist ja deine Intention die, deinen Gästen bei deinen Gästen Spuren zu hinterlassen und Spuren zu hinterlassen in dem Sinn, dass sie mit dem, was sie bei dir erleben, auch das mit nach Hause nehmen und nicht, wenn sie heimkommen, und sofort wieder in ein Loch reinfallen. Also möchtest du uns da noch was dazu sagen, so digital Detox, wie was kann man sich darunter vorstellen? Also Detox gibt es jetzt mittlerweile überall. Man kann sie sogar unter die Falten spritzen lassen. Und für uns ist Digital Detox, also der Begriff halt, gibt es ja mittlerweile, ist weit verbreitet im Bereich der Wellness-Hotellerie oder Coaches, wenn man das nennt, oder Lebensbegleiter. Und es ist einfach für mich, ich habe es auch selber mal probiert. Ich habe mal irgendwann einmal wieder 7 Tage in Urlaub gefahren, das wohl 5, 6 Jahre vorkommen. Und dann habe ich mal bewusst 7 Tage lang nicht Handy funktioniert, also Mitarbeiter am Bus, die müssen der Frau WhatsApp schreiben oder SMS, wenn was ist. Und ich habe das Handy nicht angeschaut, 7 Tage, habe keinen Zugang gehabt zu Facebook, zu Instagram, habe kein Fernsehen übergeschaut und habe nur gelesen. Das Wichtigste war, ich habe es überlebt, es ist nichts passiert, ich habe keine bleibenden Schäden. Ich bin nach Hause gekommen, das Hotel ist auch noch gestanden und die Erde hat sich auch noch weiter gedreht. Also das war mal dazu zum Feststellen. Ich habe dann gemerkt, erst, ich habe schon vorher das Zitat gehabt, mit dem, wie von Stein in den See. Wo du kannst das Wasser erst betrachten, wenn die Wellen weg sind. Und das verstehe ich unter Digital Detox. Wir haben ständig erzeugen wir kleine Wellen. Durch die Wellen werden wir nicht, gehen wir nicht mehr nach innen. Also es gibt eine Zen-Meditation, eben, du gehst halt, lernst du, dass du nach innen gehst, oder im Buddhismus, in der buddhistischen Meditation. Und da, dass du dann einmal wieder dein Herz und deine Seele wieder mitkriegst. Weil es darf da vielleicht schon öfter was sagen, aber du hörst das nicht,
weil bei Snapchat gerade wieder ein neues Bild gekommen ist, weil bei Facebook Messenger gerade wieder ein neuer Beitrag gekommen ist über Zalando.de oder wie man das nennt, ohne da jetzt Werbung machen darf oder was. Oder irgendwie, der Mensch ist immer permanent getaktet. Und wir haben vor 4 Jahren mal mit ein paar Freunden beim Skifahren gewesen, in Saalbach, und sitzen in der Gondel drin. Ich habe gar nicht gewusst, ich bin jetzt ein digitaler Mensch, ich habe ein Handy und ich bin froh, wenn ich fotografieren kann, kann ich das Foto verschicken. Und auf einmal vibriert bei meinem Spätzl immer das Armgelenk. Und dann sage ich, was ist denn bei dir? Ja, seine Familie hat ihm zu Weihnachten eine neue Apple Watch gekauft und dann hat mir der seine Apple Watch erklärt und alles, die weiß, wo ich bin und so. Das weißt du, was du bist. Weißt du, was du bist? Du sitzt jetzt mit mir in Saalbach in Hinterkleim in der Dinge, in der Skikondel. Und sagte, ja, aber die weiß, wie ich mich da erhole. Sag ich, jetzt, wenn du bei dir rausschaust und wenn du beim Skifahren bist, sag ich, erholst du ja. Da brauche ich ja kein Ding nicht dazu. Und dann haben wir jetzt so diskutiert und dann haben wir halt immer gesagt, ja, warum ist das jetzt so? Und dann habe ich ganz eben zynisch wie ich, habe ich dann einfach gesagt, dann sage ich, du, Schweine dürfen nicht mehr stromen. Aber warum dürfen Menschen stromen? Weil wir immer Schweinezug gehabt haben. Und wenn du der Schwein aufgelegt hast, also früher die, bei den Viehtreibern den Strom geben, dann dürfen sie so die letzten Jahre nicht mehr hernehmen, jetzt müssen sie das Affischirm am Hänger. Und ich sage, und permanent, wenn ihr Signal kriegt, am Armgelenk, da wird unruhig. Ich sage, meine Uhr, die hat nicht einmal Batterie, das ist ein Zeichen von Nostalgie, nur die muss ich aufziehen können. Das ist für mich eine Wertschätzung der Zeit, wenn ich es mal so. Die Digital Detox hat einfach damit zum Wort, der Gast soll ankommen, soll sich entscheiden, brauche ich einen Fernsehanzimmer? Nein, brauche ich nicht. Er soll ankommen, brauche ich ein Handy? Nein, brauche ich nicht. Gut, dann kommt das weg. Das Handy kommt weg und das Ding kommt. Er soll dann auch die richtigen Bücher kriegen bei uns, in dem Bereich, wo er sich fortbilden möchte. Wenn er sagt, ich möchte den Sporteln anfangen und dann soll ich jetzt Sportbücher zum Sport. Möchte mich jetzt selber mit mir selber beschäftigen, dann empfehle ich mir die Bücher, die man mir in meinem Lebensweg weitergebracht hat. Dann hat er seine ganzen Maßnahmen hat er dann ergriffen und er sollte dann spüren, nach die 5 bis 7 Tagen, wie er damals gespürt hat, auf einmal, es redet einer mit mir. Ich bin nicht mehr schizophren, ich höre nicht Stimmen, sondern das passt. Ich höre mich wieder selber. Mein Herz sagt mir, was richtig ist. Ich kann Entscheidungen treffen, also ich kann wieder agieren und nicht mehr nur reagieren im Leben. Ich kann wirklich säen. Ich kann wirklich sagen, was ist mein Samenkorn, das, was ich erhalten habe, wie soll sich das die nächsten, wenn ich nach Hause komme, entwickeln. Man merkt es, wie furchtbar, also ich war in einem Schweigekloster letztes Jahr, 4 Tage auf einem Vortrag, also 4 Tage ich im Schweigekloster, das ist nicht lang gut gegangen. Und ich habe da oben nicht geschlafen. Ich habe da in der Nacht vielleicht 2 Stunden geschlafen. Du hast eine Unruhe entwickelt, bei dir kommen Sachen auf und der Körper, die arbeitet, wie wenn du Fieber hättest, der arbeitet mit Sachen, die wurde jahrelang, was du verdrängt hast oder so. Mit denen, was du nicht beschäftigt hast. Und das sollte halt beim Gast das auslösen und vor allem, er sollte merken, es tut mir gut. Ich muss nicht ständig erreichbar sein. Ich muss nicht ständig einen Kommentar liken von Jacqueline, die sie gerade neue Schuhe gekauft hat. Oder eben so Influencer. Eben. Wenn ich meinen Buben anschaue mit 15 Jahren, was mir der alles sagt, dann denke ich mir immer, um Gottes Willen, warum interessiert mich das? Es ist interessanter, wenn mein Hund über die Wiese läuft. Aber es ist so, aber man kann es nicht ändern. Das ist eine andere Generation. Das ist unsere Generation. Meine Eltern vielleicht genau gesagt von mir oder von Gleichaltrigen. Aber durch die Ruhe, und ich sage einmal, früher ist es so auch gegangen. Man ist entspannter gewesen. Als Unternehmer war man entspannter. Es ist nicht permanent der Druck da gewesen. Wir merken jetzt im Hotel und schreiben Gäste E-Mail, die rufen eine Viertelstunde an und sagen, ob wir dem E-Mail erhalten haben. Dann denkst du, ja, wir haben einen Server und wir, Gott sei Dank haben wir es auch geschafft, dass wir jetzt mehr am Tag wie 10 E-Mails kriegen. Ja. Und dann wir die bearbeiten auch können. Ja. Und dann merke ich erst den Druck. Die ständige Erreichbarkeit, die von ihnen eingefordert wird. Aber das ist eigentlich das, was uns krank gemacht hat. Das Burnout ist eigentlich nur ein Zeichen der Überforderung. Aber wo es halt zum Großteil, also Burnout zum Thema uns auch lang beschäftigt, wo wir das Lebensfeuer mit dem Haus, wo wir messen können, für was brennt der Mensch. Also das wird das misst den Herzschlag, also im Ruhepuls. Der sagt sehr viel aus, für was brennt er. Also eher für was brennt er und vor allem, wo ist jetzt sein Pendel? Braucht er, regeneriert er jetzt viel in der Erholung,
regenerierten Sport in der Bewegung und solche Sachen. Mhm. Und das ist halt auch eine weitere Stellschraube, wo ich nicht mehr kann. Vor allem die Gäste finden es cool, weil es einfach so, alles schaut aus wie bei meinem Auto. Mhm. Wenn ich mein Auto in Kundendienst fahre, da war es ja genau Leistungsgrenz, heute seine 450 PS aus oder bringe das nicht zusammen. Mhm. Und wenn ich zu einem Unternehmer spreche und sage, du musst jetzt mehr holen, dann sagt der, ja, aber ich habe ein Unternehmen. Das ist das Gleiche wie für mich. Oder du darfst jetzt am Tag gerade noch 8 Stunden arbeiten. Mhm. Aber jeder Mensch kann aber bei was anderes erholen. Der eine enthält, ich erhole mich, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe oder joggen gehe. Mhm. Der nächste erholt sich, wenn er Tasse Tee trinkt oder ein Buch liest. Mhm. Aber weil ich halt permanent in Vernetzung bin, ich bin immer connected, weiß ich nicht mehr, was mir eigentlich gut tut. Mhm. Eben, es kommt wieder von außen. Mhm. Der Influencer sowieso sagt, das und das musst du machen. Der nächste Influencer sagt, du, das und das musst du so machen. Und der nächste sagt, das und das. Aber, und er verliert sich wieder selber bei dem. Mhm. Und du musst das Digital Detox für mich eine der einfachsten Maßnahmen, wo ich bei Menschen, ohne dass ich jetzt in seine Gesundheit oder irgendwo eingreife, einfach mal wo hinsitzen, der Menschen, gut essen, gut trinken, Annehmlichkeiten von Hotel miterleben, aber vor allem weg von dem ganzen Zeug. Mhm. Warum schaut er sich die Nachrichten noch? Er kann es sowieso nicht ändern. Er geht aber jetzt mit den schlechten Gedanken, wo man will bei den Gedanken haben, ins Bett. Mhm. Manche dafür steigen drauf und denkt sich, ja, die haben so gestern in die Nachrichten gesagt, die ganze Welt ist schlecht und wann kommt die Automobilkrise und dann will mein Arbeitsplatz was. Mhm. Und es ist leider so. 98% aller Ängste, die wir Menschen haben, treten nicht ein. Mhm. Ja, Angst ist ja grundsätzlich eine Illusion. Nicht? Zuerst ist immer der Gedanke in die Zukunft da und dann quälen wir uns irgendeine Form von Angst oder in der Vergangenheit der Schuldgefühle. Aber das waren Themen, wo wir noch stundenlang miteinander plaudern können. Philosophie können, ja. Wolfgang. Aber du hast da was Wunderbares gesagt jetzt zum Schluss. Es geht darum, dass der Mensch wieder mit sich selbst in Kontakt kommt. Vor allem, wenn wir jetzt auch bei dem Sinn, bei dem Thema Sinn und Berufung sind, geht es in erster Linie darum, wirklich mit sich selbst in Kontakt zu kommen und daraus eben dann die richtigen Stimmen, die richtige Stimme zu hören, vielleicht auch mal die richtigen Fragen zu stellen oder stellen zu lassen auch, das ist ja ganz wichtig. Und dafür ist dein Landrefugium Obermüller ein wunderbarer Ort in Untergriesbach in Niederbayern. Wir sind ja mit der Wertevoll Leben Akademie in deinem Hause. Also wenn irgendein Zuhörer da Interesse gefunden hat oder das Interesse geweckt hat, ist das wirklich ein sehr, sehr guter Ort, um zu sich zu kommen, um eben auch sich einmal zu entgiften, nicht? Digitales Entgiften, digitales Detox oder eben auch sich einmal andere Fragen zu stellen über den Sinn des Lebens oder wo er halt gerade steht. Du hast uns ja auch ein Angebot mitgebracht. Ich glaube, das gibt auf deiner Seite gedanken, also g-danken.com oder de.com ist eh unterhalb. Komm ich, ja. Nicht bloß eingeblendet. Ich glaube, gibt es 5% bei einer Buchung. Genau. Und da kann man nur jedem empfehlen, einfach mal den Ort zu nutzen. Eine letzte Frage noch. Du hast ja so viele Bücher in deinem Leben gelesen, über 200, aber ich glaube, das reicht mit Sicherheit nicht. Wenn du eine Buchempfehlung hättest, welche ist das? Also, ich sage es immer, wie man Menschen, wo es die meisten Menschen erreichen kann, ist der Mönch, der seinen Ferrari verkauft hat. Mhm. Der Mönch, der seinen Ferrari verkauft hat. Ja, und dann von Dr. Joseph Murphy, die Kraft von positiven Denken. Positiven Gedenken und Glauben. Mhm. Und ich habe das dann auch lustig gefunden, dass mir die meisten Autoren haben irgendwo irgendeinen Berührungspunkt gehabt mit der Kirche. Dr. Josef Murphy war ein Prediger zum Beispiel. Mhm. Es gibt aber verschiedene Themen, aber ich finde halt immer, was du viele Menschen erreichen kannst, oder vom Günter Beer haben wir das Buch Licht aufdrehen, eben Dunkelheit und Licht aufdrehen, auch sehr gut geschrieben. Mhm. Und von Wolfgang Schmidt, jetzt bist du dran. Das sind halt auch Bücher, wo eben verständlich sind. Weil ich finde immer, es gibt viele Bücher, wo du auf Seiten legst, noch 10 Seiten und denkst, na ja, das hätte ich mir jetzt in 3 Zeilen erklären können, da hätte ich jetzt nicht so viel Papier verschwenden müssen für das, was du gerade erklären willst. Und Bibel. Ich habe halt auch die letzten Jahre wieder gelernt,
in der Bibel zum Lesen und mehr mit Zitate und in die Psalmen Sachen zum Schwingen und vor allem, was das für Kraft gehabt hat. Mhm. Zum Beispiel im Psalm vom Schutz Gottes, dass da einen zweiten Weltkrieg eine Kompanie gegeben hat, mit 25 Leuten, wo kein einziger gefallen ist. Mhm. Nur weil sie die dem Psalm unter den Helm reingetan haben und haben dann jeden Tag, bevor das aufgestanden haben, oben vor dem Bett, haben sie miteinander gebetet. Mhm. Kann man jetzt einmal sagen, das ist jetzt NLP oder so in der Richtung, die haben sie programmiert. Aber das kannst aber Gewehrkugel schwer erklären, dass sie die gerade programmiert hat, dass sie jetzt so nicht hinfliegen werden. Und das ist halt auch das Wichtigste, da man sich immer mit den ältesten Büchern der Welt vielleicht auseinandersetzt, egal ob man jetzt christlich geprägt ist oder nicht. Mhm. Also für mich ist Kirche und Glauben haben für mich zwar ein paar Schuhe, also sage ich ganz offen dazu. Aber ich bin froh, dass ich auch Ministrant war und einen Pfarrer gehabt habe, Gott sei Dank, der mir das vermitteln hat können, die Werte vom Glauben, was der bei Menschen entwickelt hat und auch eine negative Erfahrung mit der Kirche gemacht hat. Mhm. Also sehen Sie, das war jetzt ehrlich. Und das ist halt, und Bücher, ich sage immer, egal was du schaust, das richtige Buch findest du dir selber dein Weg. Also wir haben oft Bücher, die wo mir zufällig zufallen, wo dann lesen und denken wir, genau das ist jetzt, das handelt jetzt von dem Thema, wo jetzt gerade irgendwas braucht. Oder es gibt mir irgendeine Menschen auf Zeiten, Schicksal oder Zufall, der wo mir jetzt genau über das Problem weiterhelfen. Ja, wunderbar, lieber Wolfgang. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit. War ein wunderbares Gespräch. Wir bedanken uns bei den Zuschauern, dass sie uns auch ihre Zeit geschenkt haben und vielleicht treffen wir den einen oder anderen persönlich bei dir im Untergriesbach. Würde uns natürlich sehr, sehr freuen. Und sie können sich noch zu weiteren inspirierten Interviews freuen in den nächsten Tagen im Rahmen dieses großen Sinn- und Berufung-Online-Kongresses. Und für heute sagen wir herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Ich danke dir, Wolfgang, für die Einladung und wünsche allen Zuhörern noch eine schöne Zeit. Vielleicht haben wir ein paar Gedanken bei Ihnen, was bewirken können. Vielen Dank. Working on an afternoon, my business will grow up very soon. It's time to get paid and it's not late. It must be luck or it is fate. Today is my day. Today. It's my day. I could've